im Wissen darum, dass wir nun die wahrste Wirklichkeit und die wirklichste, umfangreichste Wahrheit beschrieben haben, wissen wir nun genauso gut, wie das etwa Buddha wusste, dass das niemals verstanden wird werden, wird können, wird wollen, wird sollen. Denn es geht ja nicht um Erkenntnis eines sich selbstbewussten Bewusstseins, das nicht mehr bemerkte, nicht mal zu wissen, dass es sich nicht mehr bewusst war. Und es geht auch nicht um Wiederaufklaffen machen einer Existenz, die nicht mehr bemerkt, nicht mehr zu wissen, dass sie nicht mehr existierte, sondern nur noch existierte. Denn die erste Begegnung mit dem Unmöglichen des Realen, dem ersten Tod, war ihr schon Denkzettel genug, um zu wissen, dass sie davon nichts mehr wissen wollte.